So, hallo zusammen zum nächsten kleinen Stream der Media Legends, das Media Legends Turnier, powered by Agent Stuttgart. Ja, wir haben hier das letzte Viertelfinale vor uns von Was für eins Team gegen University Esports Frankfurt. Und ja, bin ich mal schon mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Mit dabei heute bei mir der Phil. Guten Tag. Und kann losgehen. Ja, Stream ist ready. Können wir anfangen. Scheinen auch alle ready zu sein. Dann wechseln wir schnell die Szene, hauen kurz die Pick- und Bann-Musik an. Schön abgekupfert von der guten alten LCS. Dann schauen wir mal, was hier gebannt wird. Wahrscheinlich wieder nur Target-Bans. Und Leute sollten hier aufhören, mir zu schreiben. Dankeschön, bitte nicht mir schreiben, wenn ich gerade caste. Irelia, der erste Bann. Ne? Irelia momentan immer noch ziemlich stark. Flexpick. Trotz der Nerfs. Ja, weil eben die Flex-Möglichkeiten sind halt ja enorm und dadurch in der momentanen Meta sehr stark. Auf der anderen Seite Kaiser, die allerdings jetzt auch durch den Rageblade-Nerf immer wieder genervt wurde. Denke ich, ist momentan kein so guter Bann, einfach weil sie nicht mehr so First-Pick-Viable ist. Klar, du kannst theoretisch auch immer noch die Funnel-Comp spielen, aber ja, wahrscheinlich auch eher ein Target-Bann. Ich weiß jetzt nicht genau die Champion Pools der einzelnen Spieler. Dazu der Nami und Nami ist definitiv kein Bannwurf. Und dann noch Vladimir, der ist, obwohl er auch wie die Irelia ein bisschen genervt hat, genauso wie die Irelia, immer noch ein Power Pick auf dem Patch. Also eigentlich ein guter Bann. Ja. Ist immer noch und super stark im Team für jetzt. Kann man genauso wie die Irelia auch flexen. Aurelion Sol. Ist wahrscheinlich auch ein Target-Bann, wie schon gesagt, ich kenne die Champion-Pools nicht, aber Aurelion Sol bringt natürlich immer Möglichkeiten mit zu roamen. Das heißt, einfach rauspushen, sich auf die Sidelanes bewegen und wenn du zum Beispiel auch auf den Sidelanes Bruiser spielst, möchtest du natürlich relativ schnell ins Spiel reinkommen. Da kann dir Aurelion Sol sehr, sehr gut helfen, weil er schon theoretisch schon mit Level 1 roamen kann. Und der letzte Bann natürlich noch Darius, der Bruiser-Counter schlechthin, was vor allem in der Meta momentan, wo man auch mal 8 Bruiser im Game sieht, definitiv Sinn macht. Ja, jetzt First Pick Lucian. Wenn wir von AD Carries reden, momentan werden ja relativ wenig gepickt, aber Lucian immer noch viable. Hat natürlich jetzt auch wieder Nerfs kassiert im letzten Patch, dadurch, dass seine AD runtergegangen ist und vor allem auch der Damage seiner Ult an Minions. Aber ja, trotzdem immer noch einer der besten AD Carries im momentanen Patch. Jetzt mal schauen, was man auf der anderen Seite pickt und dann nimmt man den Nocturne und Nocturne ist super stark momentan. Also seine Ultimate hat einfach One-Shot-Potenzial, dadurch, dass auch seine Ultimate 6 Sekunden lang Vision denied. Es ist sehr, sehr gut, um zum Beispiel irgendwie Cross-Map-Plays zu verhindern. Man kann Split-Pusher bestrafen, also alles in allem Nocturne ein sehr, sehr solider Pick. Und dazu der Braum, aber wahrscheinlich einfach nur, um Lucian Braum zu verhindern. Und deswegen wahrscheinlich auch der Nami-Bann, weil Nami Lucian durch die Passive auch extrem stark ist auf der Line. Ja, aber dann hätten sie, glaube ich, eher Braum bannen sollen, weil Nami ist jetzt nicht meiner Meinung nach. Also Nami ist momentan meiner Meinung nach nicht in der Lage, irgendwie gegen die Bruiser oder so viel zu machen. Klar, sie hat Disengage, aber so ein Nocturne oder so ist da auch relativ gut dagegen. Ja. Jetzt dann halt nächste E-Girl. Der Chenna-Pick ist momentan meiner Meinung nach gerade nicht so stark. Es ist schwer gegen Nocturne was zu machen, wenn du halt gewonshottet wirst und das Spellshield muss erstmal wegkriegen, bevor du den wegulten kannst. Und das Shield decayt jetzt auch, also mal schauen. Ivern, also entweder ist es ein Placeholder, was uns nicht gesagt wurde, ob sie es benutzen oder nicht, oder sie spielen wirklich Ivern. Was ich allerdings als relativ problematisch ansehe, weil Nocturne erstens einen guten Clearspeed hat und zweitens den Ivern im 1 gegen 1 spätestens ab Level 6 komplett zersäbeln dürfte. Und dann kommt noch der Shen mit der Nocturne Ult rein und dann hast du mal zwei Probleme, nicht nur eins. Ja. Also, dass man hier Shen Nocturne an die Gegner abgibt, ist ja sehr problematisch. Wobei es natürlich schwer ist, Shen hinter Nocturne zu picken, weil der Nocturne dann auch wieder Shen countet. Klar, aber ja, trotzdem dann sehr gut gedacht. Also bisher gefällt mir der Draft von Frankfurt sehr, sehr gut. Einfach weil sie Braum Lucian denied haben, selbst eine starke Combo bekommen haben. Jetzt können sie bannen hier Richtung Top-Lane. Macht ja auch am meisten Sinn, weil ich meine, Supporter haben sie schon. Den einzigen Champion, oder die einzige Rolle, die hier ja, Stuttgart noch nicht gepickt hat, die sie schon haben, ist eben die Top-Lane. Und da ist jetzt der Dr. Mundo noch raus. Auf der anderen Seite wird man wohl AD Carries bannen. Okay, oder ist es vielleicht auch ein Lucian Mid-Lane? Das haben wir auch schon im Turnier gesehen.
Woran ich jetzt aber eher weniger glaube. Ja, ich denke mal nicht, dass es ein Lucian Midlane ist mit der Chimichanga Ivern, dann wären es ja eigentlich nur zwei ADCs und zwei Supports und das ist eigentlich vor allem gegen sowas wie Nocturne, Shen und auch Braum, der die ADCs hart denied, nicht so geil. Ich meine, du kannst Botlane natürlich immer noch was anderes spielen. Ich meine, es würde keinen Sinn machen, da jetzt irgendwie einen Swain zu spielen mit einer Janna, also... Ja, aber, ja. Ja, wäre theoretisch auch möglich, aber so entscheidet man sich eher dann noch den Midlaner zu outbannen, da die Comfort Picks wegzunehmen. Wahrscheinlich sind die auch... überschneiden sich eben die Picks nicht mit denen, die man selbst spielen möchte. Und wenn wir hier jetzt einen, ja, einen Mordekaiser sehen, aber Mordekaiser finde ich ehrlich gesagt hier nicht besonders gut. Einfach nur, weil mit Ivern und Janna musst du halt als Mordekaiser erstmal rankommen. Da finde ich jetzt den Yasuo oder auch den Varus finde ich da deutlich besser. Ja, es liefert natürlich noch mehr Engage mit dem Nocturne und dem Shendern. Auch mit Braum, gute Synergie durch den Attack-Speed-Build, den ja Varus immer noch gehen sollte, trotz des Rageblade-Nerfs. Ja. Er wird dann wahrscheinlich auch wieder AP gehen und dann hat man auch dann nicht zu viel Overlord an AD. Ja, man kann sich halt bitte jetzt echt noch überlegen, was man da pickt. Man könnte theoretisch eben dann auch AD picken. Und wir sehen eine Garen. Also normalerweise bin ich kein Fan von Garen, aber gegen Nocturne und Shen könnte es sogar funktionieren. Wird halt gar nichts zu melden haben gegen Braum, Varus dann. Ich finde halt irgendwie passt es nicht so wirklich in die Comp rein, weil er halt zu dem ganzen Disengage, den sie bieten, bietet er halt... Ja, okay, er bietet Tankiness, aber ich hätte da jetzt lieber irgendwas gesehen, was noch mehr Disengage quasi für sie bringt. Garen bietet generell außer Tankiness nicht viel. Man kann die Lane gegen bestimmte Matchups gewinnen, wobei Shen jetzt auch eine relativ decent Laning Phase hat, aber das E von Shen countert natürlich die Auto-Attack Block von Shen, also mal schauen, was da noch draus wird. Das hier wird dann wahrscheinlich eine Karma Midlane. Ich habe erst noch überlegt, ob man es noch irgendwie rumswappen könnte für eine Funnel Strat, aber es macht das meiste keinen Sinn. Das macht mit Ivern, du kannst ja nicht funneln, weil der Ivern, der muss ja die Camps nehmen, das heißt, eben. Das wäre... Deswegen wär dämlich. Deswegen bin ich auch zum Schluss gekommen, dass es ja die Karma Midlane werden wird. So allerdings könnte es sein, dass wenn sie halt nicht gut ins Spiel starten, einfach sehr, sehr viel Lack of Damage haben. Also wenn die Botlane fällt, dann ist das Game eigentlich over. Dann ist es over, ja. Also Karma, klar, sie kann pushen, aber auch gegen Vel'Koz wird es schwierig. Vel'Koz einfach Doppel-W am Anfang, ist schon ziemlich stark. Ja, wird interessant zu sehen sein, wie sich das Ganze ausspielt. Vor allem mit der Nocturne Shen Comp ist es halt super stark, wenn du einen auf einen tunneln möchtest. Auf der anderen Seite, wenn das Late Game erreicht wird und der Lucian dann seine 3-4 Items hat, mit den 3 Supports, die auch seinen Damage boosten, dann sehe ich da eigentlich mehr Chancen für was ein Team im Late Game. Die Sache ist, dass halt Lucian jetzt nicht der Late Game Carry irgendwie ist. Also wenn du halt wirklich sagst, du willst aufs Late Game gehen, dann hätte ich hier einen anderen AD Carry gepickt als Lucian. Er spiked halt eher im Mid Game, vor allem mit dem Armor-Pen-Build. Und du wirst wahrscheinlich jetzt nicht extra deswegen auf Crit gehen. Das macht auch für mich wenig Sinn. Nein, das macht, wenn dann nach den 2-3 Core-Items kann man eventuell in den Crit reingehen und dann im kompletten Late-Game 5-6 Items dann nochmal die fetten Crits raushauen. Also die Schwierigkeit wird tatsächlich gegen die Comp, vor allem mit den 2 Semi-Globals oder beziehungsweise Globals von Shen und Nocturne nicht behind zu fahren. Und wenn da ein Braum-Core auf der Lane connected mit dem starken Early-Game von Varus, wird es extrem schwer dagegen zu halten auf der Botlane. Auch auf Level 6 können sie halt super gut diven. Also wenn du Nocturne, Shen, Varus, Braum, haben die so viel Engage, um einfach die Botlane wegzusäbeln. Wir sehen ja momentan 2 TPs von Garen und Karma. Das ist natürlich durch die Nocturne Ult dann auch denied. Ja, die Summoner Spells kannst du jetzt ja erwähnen, aber die sind ja normalerweise verdeckt. Also sie sind im Stream immer noch verdeckt, weil ich kein Overlay habe, wo es aufgeht. Ach so, genau. Also Garen und Karma haben TP. Der Shen natürlich auch TP und der Vel'Koz spielt mit Ignite genauso wie der Braum. Ignite Vel'Koz ist jetzt eher so. Ja, geht jetzt eher was anderes. Meiner Meinung nach in Range gegen Range auch keinen Sinn, weil du selten dann in Range bist, irgendwas zu igniten. Einzige Melee ist Garen, vielleicht noch Ivern. Sehe ich jetzt keine Value drin, oder nicht so viel Value zumindest. Frage ist, was nimmst du sonst, weil Cleanse macht gegen Karma. Ja, macht ein bisschen Sinn. Aber gegen Ivern kann es schon funktionieren, aber es ist auch nicht das Geilste. Trotzdem halt TP oder irgendein... Ein Barrier, ich meine selbst Ghost wäre eine Möglichkeit. Weil ja, die Gegner halt auch eigentlich alle nur laufen, außer Lucian. Vielleicht wäre noch ein TP noch gut gewesen, um besser mehr Early Pressure zu haben und dann vielleicht ein komplettes Crossmap zu machen, wo auf einmal 5 Leute von nichts auf der Botline sind. Ja. Natürlich muss man hier auch sagen, dass wir eine Elo-Diskrepanz haben. Das heißt,
Die Dudes aus Frankfurt sind natürlich in der Elo deutlich höher als die aus Stuttgart. So ungefähr so, keine Ahnung, was sind die im Schnitt? Platin 1. Und das andere Team so Gold 1. Die A4 gegen, ja. Da noch irgendwie einer war auch Platin 3 oder so, wurde ja angezeigt. Okay, mir wurde dann wahrscheinlich ein anderes, das Flex-Rating oder so angezeigt, oder bei dir. Weil manchmal zeigt es nur das Flex oder Solo-Queue an. Auf jeden Fall eine komplette Division drüber mindestens. Ja. Von daher mal schauen. Aber die Teamfights spielen sich relativ leicht, wenn es mal was ein Team schafft, dahin zu kommen und dann zu groupen. Weil wenn du groupst, dann nimmst du halt die Value aus dem Shen und dem Nocturne-Pick weg. Weil wenn die fünf Leute stacken mit den drei Peelern, dann hat der Nocturne auch keine Targets mehr. Die Schwierigkeit ist halt dann, wie gesagt, dahin zu kommen, ohne zu weit behind zu sein. Ja, genau deswegen missfällt mir auch irgendwo noch der Garen, weil der irgendwie, wenn der kommt, so keinen Sinn macht. Ich sehe da auch keinen Sinn in dem Garen-Pick. Vielleicht wie sowas wie so ein Discount-Mundo, der einfach nur Stats steht und hat und davor steht. Aber da hätte ich dann lieber sowas wie einen Ornn gesehen, der dann noch mehr Disengaged liefert und auch mehr Präsenz auf der Lane hat. Ja. Wäre natürlich auch jede Menge andere Picks möglich gewesen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze ausspielen wird. Wir sind gerade schon im Ladescreen gleich drin. Ich zeige jetzt aber nicht, weil ich muss am Anfang immer noch die Leute rumschieben und so. Und ich finde das immer total unprofessionell, wenn man das erst macht. Also man kann ja auch einfach, keine Ahnung, nach 20 Sekunden ins Spiel reinspringen. So wie sie es in der LCS machen. Was würdest du denn... Oh, ich sehe ja der Glacial Augment auf Vel'Koz. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Das ist ein Solo-Queue-Special, das ich normalerweise von Lissandra kann. Weil neben dem bekannten Effekt von einem Auto-Attack-Slow gebietet Glacial Augment auch noch einen verstärkten Slow von Items. Das ist zum Beispiel diese Ghosts, die dann rumlaufen. Ja, oder zum Beispiel, wie heißt's, Hextech, nicht? Genau. Also dieses Hextech-Item, wie heißt es nochmal? Das heißt doch halt auch irgendeinen so komischen Namen. Irgendwie ganz auf jeden Fall, dass das diese Froststrahlen schießt und slowt, wo es sich auch aus dem Lost Chapter bildet, was eigentlich jetzt einen ziemlich guten Build-Path hat. Was dann wahrscheinlich hier auch die Strategie sein wird. Ja. Also alles, was slowt, hat quasi immer so einen extra Effekt drauf. Sonst von den Runen her sehe ich jetzt erstmal nichts unbedingt Überraschendes. Eigentlich alles relativ alles Standard. Ich weiß nicht, auf die zweiten Runen, also auf die einzelnen kann man jetzt ja hier nicht sehen. Vielleicht gibt es da irgendwelche anderen Möglichkeiten, die genommen wurden. Aber so an sich alles in Ordnung. Ja. Und was würdest du denn sagen, wie viel Gold, was ein Team nach 20 Minuten behind sein darf, dass es noch fein ist? Meine Early Lead wird hier unwahrscheinlich. Keine Ahnung. Es kommt aufs Spiel an, wie viel bis dahin, wie die Map Pressure steht, wie die einzelnen Spieler stehen. Ich meine, sagen wir mal, Lucian steht gar 20-0 und der Ivor ist vielleicht hinten, ne? Und deswegen sind sie im Gold hinten. Dann macht es halt keinen großen Unterschied. Also ich finde pauschal so am Gold kann man es halt nicht sagen. Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Es steht und fällt halt alles mit dem Lucian. Der auch hier von dem Team, wenn ich es richtig gesehen habe, das höchste Rating hat. Von daher macht es dahingehend dann Sinn, das zu picken. Ja, wir sind jetzt auch ins Spiel reingesprungen. Hört man schon die ersten Pings rauskommen und Frankfurt, die groupen sich mal direkt. Also entweder ja, sie wollen invaden. Ich meine, Braum ist natürlich super stark. Und dann sollten sie aufpassen auf Seiten von Stuttgart. Und die luschen gerade den Busch. Wer da drin steht, ist ziemlich schlecht. Das ist ziemlich spät, und zwar extrem spät. Nämlich erst jetzt. Jetzt hat er ein Problem. Q, aber wird aber gedodged. Also er hat ziemlich lange gewartet wahrscheinlich mit dem E-Level. Ja. Das war schon mal sehr, sehr gut gemacht. Das machen die wenigsten. Also Tipp für die Solo-Q, levelt ihr eure Abilities erst, wenn ihr sie braucht. Sonst wäre hier nämlich ein Flashback, wenn der Lucian Q hätte. Ja. Gut, aber jetzt auch hier ist ein Nachteil für die Line, wenn du mit E anfängst. Das ist auf Level 1 halt sehr wenig Pressure. Ja, ich glaube aber auch so kannst du gegen Varus Braum wahrscheinlich nicht gegenpushen. Ja, okay, mit Janna. Nachdem, du kannst zumindest die Line halten, aber jetzt momentan kannst du halt gar nichts, wenn du jetzt halt kein Damage mehr. Wir sehen ja, dass der Ivan den Red Buff stealen will, aber Frankfurt scheint da was zu riechen. Der Shen macht sich auf den Weg. Ich glaube, es ist auch einfach zu einfach gedacht, aber man sieht ihn nicht. Und Shen hat aber noch einen Ward, aber hat ihn nicht platziert. Das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler gegen Ivan. Sehr greedy. Also den Ward hier nicht zu platzieren, ist sehr, sehr greedy. Hier oben bekommt jetzt mal Shen noch ein bisschen aufs Maul. Aber Garen hier auch schon mit dem neuen Skin ausgestattet. Jetzt wissen wir auch, warum er Garen spielen wollte. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Einfach mal den Skin vorführen. Kann ich definitiv respektieren. Ah, Botlane hat
natürlich, was sein Team hier den Push early, weil sie, ich glaube, nicht leashen mussten und Frankfurt war am leashen für den Nocturne, der einen relativ schlechten Clear hat early. Und dadurch wird dieser E-Level 1 dann wieder ausgeglichen. Naja, kann man auch schon ein bisschen Poke rausbringen als Janna. Aber man kassiert natürlich im Gegenzug auch einiges, wenn man zu weit nach vorne steppt, so wie hier gerade geschehen. Das heißt, zwei Pots jetzt schon raus bei Janna. Ne, die hat keinen Pot. Was? Die hat, okay, die hat mit dem Pinkwort gestartet. Ja, gut. Dann kannst du halt in solche Trades. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich meine, dann in solche Trades dann auch noch reinzugehen, ist halt sehr, sehr riskant. Hier auf der Top-Lane ist 1 gegen 1. Und da sieht man, ja, Garen macht schon einiges an Schaden, vor allem mit der Rüstungsschredderung. Rüstungsdurchdringung. Und da muss Shen aufpassen. Flash Q ist hier schon sehr, sehr riskant, wenn er in die Reichweite kommt. Jetzt hier die Q drauf. Die E kommt raus. Dann muss er wahrscheinlich flashen. Und der Taunt reicht nicht. Der erste Kill für Stuttgart. Und da im 1 gegen 1 gegen Garen zu sterben. Ich will nicht sagen, es ist geboostet. Aber es ist geboostet. Ja, also dafür, dass du es nicht sagen willst, ne? Ich hab extra letztes Mal nachgefragt. Und da hieß es, ich darf boosten. Geboostet, darf ich sagen. Das ist natürlich dein Lieblingswort, Leute geboostet zu nennen. Natürlich. Das kann man dir nicht wegnehmen. Als Caster kann man locker Leute geboostet nennen. Okay, und hier Garen pusht die Wave rein. Sollte aber aufpassen wegen dem Nocturne. Aber da die Wave so fett ist, sollte eigentlich Frankfurt da auch nicht ganken. Man könnte jetzt wissen, dass Nocturne Topside ist. Er hat zwar jetzt einen kompletten Full Clear gemacht, aber er ist immer noch sehr, sehr gut am Leben. Also was das Leben angeht, wenn man rechts auf die Leiste schaut. Ivan hat jetzt ja einen Buff mehr bekommen, beziehungsweise ein Camp. Er müsste eigentlich zwei Camps mehr haben, oder? Wenn du auf die Stats schaust. Die haben jetzt gerade gleiche Camps und er hat noch zwei Camps vor sich. Naja, jetzt geht er erstmal von den Top-Lane-Gank und Garen hier ein bisschen greedy weit vorne. Und der Fear geht noch durch. Das könnte hier der Kill sein, weil Garen keinen Flash mehr hat. Den hat er gerade schon benutzt und damit ein Kill für den Nocturne. Wenn du die Vision. Ja, die Vision ist aber bad. Wenn du so weit vorne pusht, dann die Vision da hinten zu stellen, ist halt ziemlich boosted, weil du hast die Krabbe. Das heißt, du siehst sowieso, wenn einer von dort kommt. Also macht der Ward keinen Sinn. Viel besser aufgehoben. Es macht gar keinen Sinn, den Ward darzustellen. Er wurde bestraft. Ich freue mich immer, wenn Leute bestraft werden, wenn sie irgendwas dumm gemacht haben. Okay, hier der Ivan, der weiß schon, was abgeht. Er muss seine Botliner Head bringen. Der Gank wird wahrscheinlich nicht von viel Erfolg da unten. Außer der Varus hat jetzt irgendwie erst vorgesteppt, macht aber schlau und spielt weiter hinten. Dadurch nur ein bisschen Pressure und hat ob seine Position bekannt gegeben. Und deswegen kann der Nocturne direkt top nochmal punishen. Und das First Blood ist damit dann auch wieder negiert. Aber auch sehr gut gemacht von Nocturne, dass er direkt für den Return-Gang geht. Ich glaube, er hat sogar im Busch einfach gewartet. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil wir mit der Kamera auf Botlane waren. Aber so extrem gut gemacht. Das heißt, Garen TP raus, muss jetzt auf die Lane laufen, hat jetzt einiges an Farm verloren. Zwar nur 5 Farm vorne der Shen, aber trotzdem, du hast jetzt ein 2-0 Nocturne. Und wenn du ihn nach vorne bringst, dann wird es halt für Lucian sehr, sehr scary im Midgame. Und gleichzeitig wird natürlich auch das relativ starke Early-to-Midgame von Garen auf der Lane denied und rausgenommen. Und der Shen, der deutlich besser skaliert und nach 1 bis 2 Items keine Probleme mehr gegen Garen hat und dafür die globale Map-Präsenz, ist dadurch natürlich eine deutlich leichtere Laning-Phase. Er geht jetzt natürlich hier auf Tiamat, hat aber nicht das benötigte Gold. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so gut finde, hier auf 2 Longswords zu gehen. Du bist natürlich immer noch sehr squishy und die das AD an sich bringt dir nicht viel Value als Shen. Ja, habe ich dann auch eher Richtung Barbie Cinder aufgemacht, weil es quasi ja den gleichen Effekt hat, dass du die Lane pushen kannst. Ich glaube, da hättest du sogar das Gold für gereicht. Wäre vom Gold wahrscheinlich knapp gewesen, weil die zwei Items zusammen sind 850 und Cinder ist dann 1100. Aber wäre definitiv die bessere Wahl gewesen. Ja, jetzt hier in der Midlane der Gank, da hat Ivan die falsche Zeit gewählt, um zu ganken, weil die Lane reingepusht war und kam von hinten an und das hat der Nocturne gerochen. Man hat auch gute Vision von Frankfurt über den River gehabt. Und dann meldet der Nocturne direkt und macht es gut. Holt sich direkt Deep Vision. Das mit den Ivan sieht. Und Flash für Flash ist natürlich fein. Jedoch, wenn man das HP anschaut, der Ivan ist jetzt erstmal nach dem nächsten Camp wahrscheinlich erstmal in der Base und der Nocturne hat die ganze Map dann für sich. Ja, aber der ganze Jungle ja auch von Ivan gecleared. Also, er könnte gerade sowieso nicht so viel tun. Toplane jetzt Garen Level 6 und da könnte man auf einen Dive überlegen, aber. Ja. Bricht's ab, weil Shen ist noch nicht Level 6. Klar, es bringt ihm 1 gegen 1 nicht besonders viel, die Ultimate, aber auch was die Stats angeht. Ja, es ist gerade Level 6 geworden. Nocturne ist auch auf dem Weg zu Level 6. Das heißt, wenn der Item, wenn das Level erreicht wird, dann muss Wasserteam hier definitiv safe spielen. Sind momentan 1k Gold behind. Ja,
Und der richtige Call von Frankfurt wäre jetzt eigentlich einfach Botlane rennen, Shen Nocturne Level 6 ausnutzen, während ihr die gegnerische Botlane noch Level 5 ist und damit den Kill holen. In der Midlane hat eigentlich auch Vel'Koz die ganze Zeit die Pressure. Kann reinpushen, hat auch den Minion Dematerializer dabei. Ich glaube Karma eben nicht. Deswegen hat er hier immer ist Druck. Ist der Catalyst von Karma? War das ein World of Ages oder? Finde ich jetzt nicht. Oh, eigentlich sein. Ist Ludens der Standard, dass du den erhöhten Wave Clear hast und auch das CDR, was dann auch für die Schilde im Mid-Late-Game deutlich besser ist. Jetzt hier unten der Botlane-Gank. Nocturne kommt hier ran, der 4 geht durch. Jetzt entscheidet man sich auf die Janna zu gehen. Möchte man hier noch unter den Turret gehen? Ja, man möchte, aber das ist ein bisschen zu weit. Und man wird hier einfach getötet von Lucian, der seinen ersten Kill bekommt. Man kann jetzt hinterhergehen, Ivan auch auf der Stelle. Aber die Flash ist von Braum Lucian und hat sein gleich Varus. Können hier nochmal einiges denyen, da trifft aber der Snare von Ivan, der hier mit dem Countergank die Situation gerettet hat, der zweite Kill für Lucian. Und damit nochmal sehr, sehr gut gespielt von Stuttgart. Das war etwas zu greedy, hier noch weiter unter den Turret zu gehen. Das war definitiv ein Missplay, es gab da keinen Grund für den Nocturne, der dann exhausted wurde, dann weiter unter den Turret zu laufen. Er hat im Prinzip nichts gemacht. Man könnte es enden nennen, aber wir nennen es jetzt einfach mal Missplay. Mit der Toplane, 1 gegen 1 Kill und da haben sich anscheinend die Longswords ausgezahlt. Ja, definitiv. Ein 1 gegen 1 den Garen zu töten als Shen ist schon mal eine Leistung. Garen hat auch seine Ultimate nicht benutzen können. Garen hat natürlich den Shen-Tower disrespected und wurde dann unterm Tower getaunt und hat dann erstmal 2 bis 3 Tower-Shots kassiert, was eigentlich die einzige Chance war, wie Shen das 1v1 gewinnen konnte. Und genau das hat er natürlich ausgenutzt. Dafür jetzt allerdings der Drake genommen hier für die Stuttgarter. Ist zwar in Anführungszeichen nur ein Winddrache, aber auch der bringt eben, oder Wolkendrache heißt der, glaube ich, Wolkendrache. Aber bringt natürlich dem Team trotzdem sehr, sehr viel Value. Wie ich ja schon gesagt habe, außer Lucian hat hier keiner einen Dash und der bisschen Movement Speed. Oder, das heißt bisschen, aber der Movement Speed tut dann auf jeden Fall gut. Ja, es hilft definitiv bei Rotations. Man würde natürlich trotzdem lieber jeden anderen Drake sehen. Vor allem im Early Game bei der Ocean Drake wäre ganz nice für die Regeneration. Und der Infernal ist natürlich der beste, gefolgt von dem Earth Drake für die Objectives. Ich würde sogar sagen, dass der Earth Drake momentan stärker ist, weil die Meta so schnell ist, dass der Infernal Drake nicht wirklich viel Einfluss hat und du mit dem Earth Drake einfach viel besser snowballen kannst. Okay, ich denke mal, es kommt dann auch immer auf das Game dran. Die beiden Drakes sind auf jeden Fall die zwei besten. Das ist auf jeden Fall so. Unabhängig vom Game. Okay, Ocean ist early von manchen noch bevorzugt, aber ansonsten immer. Sieht mir gerne Infernal oder Earth Drake. Vel'Koz bewegt jetzt gerade auch in den gegnerischen Jungle ein bisschen rein. Hat euch sogar schon Deep Ward setzen können. Und Midlane verliert Karma wieder. Midlane verliert Karma irgendwie die ganze Zeit, obwohl sie TP hat. Wave um Wave. Damit ist jetzt gerade Vel'Koz ja, 25 Farben vorne. Und hat jetzt gerade genau aufgebaut auf 30. Und Karma hat ihren TP wieder nicht benutzt, um zur Lane zu kommen. Die Frage, was möchtest du mit dem TP dann machen? Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, was möchtest du mit deinen Items machen? Sie hat einen Catalyst und einen Amplifying Tome. Es gibt natürlich kein Item, das aus den beiden rausgeht. Das heißt, das erste Item wird hier um einiges delayed. Wenn es tatsächlich ein Rod of Ages werden sollte, dann wird der sehr spät kommen. Was natürlich für ein Rod of Ages sehr schlecht ist, weil du die Value erst kriegst, wenn die Stacks hochstacken mit der Zeit. Also die Stats hochstacken. Ich glaube, wir sehen hier irgendein Item. Oder sie baut wirklich irgendwas anderes. Aber mir fällt jetzt gerade auch kein Item ein. Wahrscheinlich war der Amplifying Tone so, ich muss jetzt irgendwas kaufen, ich habe kein Gold um irgendwas, ich brauche jetzt das, um hier gegen zu pushen. Was ich jetzt für die falsche Entscheidung halte. Toplane mit dem Tiamat, momentan Shen sehr, sehr stark. Der Garen hat hier kaum Chancen, irgendwie gegen zu traden. Das könnte vielleicht sogar der Kill werden. Aber dann doch Garen etwas zu tanky, kommt zurück unter seinen Turret, wird jetzt in die Base gehen und seinen TP benutzen. Aber wenn du natürlich deinen TP gegen Shen benutzt, bist du immer anfällig gegen Crossman-Plays. So kannst du immerhin hintipien. Klar, es braucht ein bisschen länger als die Shen-Ultimate. Aber du hast ein bisschen was an Counter. Was könnte Garen dann machen, um zu verhindern, dass der Shen global ultet? Der kann ihn immer noch silencen. Genau, also, was natürlich auch wichtig ist generell gegen Shen, ist, wenn du ihn einfach reinpusht und am Tower hältst. Wenn er dann sich dafür entscheidet zu ulten, dann kriegst du was dafür. Dann verliert er CS, du kriegst Tower Damage und hast Pressure. Aber momentan kannst du. Also der Shen hat momentan so die Eier an auf der Lane. Ich glaube, da kann Garen nichts mehr tun. Genau, wenn die Situation so wie jetzt ist, wenn der Shen jetzt sich entscheidet zu ulten, dann läuft er weg. Der Garen ist erstmal damit beschäftigt, die Wave zu pushen und bis der am Tower ist, ist der Shen schon wieder fertig, wo er es auch immer auf der Map macht und kann wieder zurück TP'en und verliert eigentlich sehr wenig bis gar nichts.
macht die Trades sehr gut auf der Topline. Oh, das sieht schlecht aus für den Garen. Ja, hier ist auch Nocturne auf dem Weg nach oben. Da muss man aufpassen. Ein Dive ist hier. Ja, die haben, sehr, sehr wahrscheinlich. Sie haben jetzt Vision von ihm und der läuft einfach zum Tower. Die Karma ist mit der auch reingepressured, kann also nicht roamen. Ivan ist hier doch wieder Bot. Man hat natürlich hier auf der Toplane Nocturne gesehen, deswegen möchte ich noch auf dem Bot den Play machen. Shen kommt mit dazu und das wird auch Varus überleben, bis er jetzt am Start ist. Die Ultimate von Lucian macht einiges an Schaden, aber Janna, die stand ein bisschen zu weit vorne drin, hat hier jede Menge Schaden kassiert. Da muss man sich eigentlich zurückziehen auf Seiten von Stuttgart. Aber der TP von Karma, den hat sie sich aufgespart, denn jetzt ist sie am Start, jetzt kann man hier aufräumen. Und alles in allem dann ein sehr, sehr guter Trade für die Stuttgarter, die hier noch den Shen abräumen und damit 3:0 traden. Was genau das ist, was die einzige Winning Condition, die Stuttgart hat, ist der Lucian. Und der Lucian steht 4-0. Das macht die 1K und ein bisschen Golddefizit locker wett. Die vor allem in der Toplane. Garen auf der Toplane am Inten. Hier darf man, glaube ich, mir das Wort mal sehr, sehr gern benutzen. Man wusste, dass Nocturne Ult noch ab ist. Man wusste, sein Tier 1 Turret ist gefallen. Und dann noch so weit rauszugehen, um irgendwas da, weiß ich was zu tun. Definitiv der falsche Fehler. Und so wird der Garen halt auch nicht besonders schnell tanky. Weil wir haben ja gesagt, okay, was bringt der Garen für das Team mit? Er ist tanky, aber er geht jetzt auf Black Cleaver und er wird ewig brauchen, bis er irgendwie tanky wird, um da genug wegzutanken. Ja, das Fallerman, die Gegner haben gesehen, die Karma TP Bot, der Ivan ist Bot und dann die einzige Möglichkeit, die Frankfurt hier hat, ist ein Crossplay auf den Garen. Wenn der Garen einfach backt und dann einfach die 3CS dann sterben lässt, dann können die gar nichts holen und gewinnen den Trade locker. So haben sie natürlich jetzt Crossnet den Garen wieder abgeholt. Der jetzt hier mit 1-4 nach 13 Minuten 10 CS behind, Tower down, keine schöne Zeit haben wird. Ist übrigens ein Rod of Ages geworden bei Karma. Und ein Hextech GLP 800, so hieß es nämlich. auf Seiten von Vel'Koz, wie wir ja schon vermutet haben aufgrund der Rune. Erstmal nach 13 Minuten Rod of Ages ist jetzt nicht das, was man haben möchte, aber es ist durch den Play Botline deutlich beschleunigt worden und dadurch eigentlich ganz okay. Ja, man swappt hier jetzt die Lanes auf Seiten von Stuttgart und auch Frankfurt dann hinterher geswappt. Allerdings geht man mit Frankfurt in die Midlane, aber da ist der Turret auch schon gefallen. Deswegen möchtest du eigentlich als Frankfurt doch Botlane bleiben, weil da der letzte Tier One Turret steht und du eigentlich die Botlane immer dahin rotierst, wo du irgendein Turret vor deiner Schnauze hast. Vielleicht wollen sie einfach nur safe sein gegen den Lucian, der jetzt mit 4-0 definitiv einfach auf die Tür raufdashen kann, wenn er Vision hat. Oder sie spielen um den Herald, der natürlich auch ein großes Objective ist, wenn Chivalier hier schon wieder ein Cloud-Trick ist, den man jetzt gar nicht gerne sieht. Mein Herald als Red Set anzugehen ist ja immer ein bisschen schwieriger, eben aufgrund der Map-Konfiguration, wie man es nennen möchte, dass man halt nicht von vorne reinlaufen kann, sondern wenn man sich zurückziehen muss, eben einen ziemlich weiten Weg gehen muss. Ja. Deswegen ist er äußerst brisant. Auf der Botlane, sehr, sehr gute Vision von Frankfurt. Also wenn man sich das mal anschaut, ich kann mal kurz die Vision swappen. Auf der Botlane sieht man alles. Also da könnte man auch in Kürze dann für ein Play gehen. Aber man muss natürlich trotzdem schauen, dass man nicht die Toplane, oder beziehungsweise jetzt die Botlane von Stuttgart, die jetzt auf der Toplane ist, zu viel Snowball verhilft. Und jetzt sollte man spätestens wissen, dass der Nocturne Botlane ist. Und deswegen kann man hier den Toplane Trade abwerfen. Die Training Cloud Drake gegen den Top Tower. Es ist locker worth. Mal schauen, was jetzt noch passiert. Du verlierst aber wahrscheinlich auch den Bot Turret, weil Garen wird es niemals halten können. Und jetzt hier der Engage. Und man kann hier einiges an Schaden rausdrücken. Der Ivan jedoch erstaunlich tanky. Und auch die Janna Ultimate trägt dazu bei, dass man das Ganze hier überlebt. Lucian noch full life. Bringt hier seine Ultimate raus, aber die mit nicht besonders viel Schaden gesegnet. Auf der Botlane, wenn man hier mit steht Synergy noch reingegangen, hätte man vielleicht fighten können, weil man die Überzahl hat. Garen muss hier vorsichtig sein, wenn die Minions weg sind. Oh. Nocturne muss hier vorsichtig sein. Kein Spell Shield mehr. Die Garen Ult ist ready. Kann ja nichts mehr machen. Und den Flash auch noch raus. Erfolgreich verteidigt und alles in allem, wenn Stuttgart jetzt hier nicht overextendet für den Herald. So. Definitiv. In favor von Stuttgart. Ja, aber interessant, dass hier die Bottle. Also, dass Garen nicht gedived werden kann von einem gefeedeten Nocturne und dem Shen. Müssen wir der Tower-Aggro halt ein bisschen. Die Minions geklärt. Er ist nicht auf die Champions gegangen. Ich meine, sie müssen es mit der Aggro ein bisschen besser spielen, dann schaffen sie das. Ja, die hätten den locker diven können, aber die haben für den Assassin für den Tower gegangen. Dafür bekommt Stuttgart hier den Herald for free, weil der Dive-Bot sich so sehr delayed hat, dass Nocturne jetzt auch noch low wurde. Und alles in allem würde ich wieder sagen, dass Stuttgart hier die besseren Karten hat. Man darf natürlich nicht vergessen, was auch den ganzen Farm und so angeht. Also zum Beispiel Midlane wurde komplett stehen gelassen, etc. pp. Und auf jeder Position ist hier Frankfurt vorne.
Daraus resultiert dann auch der Gold-Lead. Vor allem im Jungle, das ist ein sehr großes Defizit. Und der Ivan geht ja auf sein AP-Item, auf das Runic Echoes, was sehr unkonventionell ist, sagen wir es mal so. Also mir passiert es manchmal auch, dass wenn ich irgendwelche Champions habe, wo ich was Bestimmtes bauen will und dann irgendwie aber nur in die Base gehe, irgendwie unter Stress bin, schnell was irgendwie kaufe, was mir empfohlen wird, dass dann auch sowas passiert. Anders kann ich mir jetzt gerade nicht erklären, wieso man das tun sollte. Ich meine, clear-mäßig bringt es nichts, die Value ist nichts. Ich meine, Ivan hat dann überraschenden Damage. Ja. Das muss man noch dazu sagen. Du hast schon vielen unterschätzt. Wenn das W explodiert, das macht ziemlich viel Damage. Aber man möchte natürlich gerne trotzdem, das E explodiert, man möchte natürlich trotzdem hier ein Redemption oder irgendein Support-Item sehen, weil das ist im Prinzip alles, was der Ivan macht. Ja. Supporten. Frage ist, was kann man jetzt auf Seite von Stuttgart mit dem Herald anfangen? Weil man hat natürlich schon selbst alle seine Tier-1-Turrets verloren. Das heißt, man kann sie nicht so weit nach draußen wagen. Auch die Kontrolle, die hier Frankfurt durch die Wards aufbaut, ist deutlich besser als das, was Stuttgart hier macht. Wenn Stuttgart wartet, bis der Lucian den Black Cleaver hat und dann zusammen groupt mit vielleicht dem Garen, der den Shen zumindest hält, stehen sie momentan eigentlich ganz gut. Wenn man jetzt... Der größte Defizit ist natürlich die 70 CS, die der Nocturne über den Ivan hat. Und die 50, die da ja in der Midline entstanden sind. Ja, jetzt hier der Engage auf der Toplane gegen die Karma, aber darauf haben sie nur gewartet, sie sind direkt am Start. Jetzt allerdings die Shen Ultimate und die könnte das Ganze hier rumdrehen. Jede Menge CC, erst die Janna down, jetzt wird Lucian auch das Ganze nicht überleben. Und damit erst eigentlich gut gedacht von Stuttgart, aber super reagiert von Frankfurt. Ja, und der Garen ist natürlich hier wieder in der Base, TP ready, aber während der Nocturne kann er nicht TPen und anscheinend wurde der Call hier gemacht, das Display aufzugeben. Und dadurch waren sie natürlich in der Unterzahl und ja, laufen mit dem Tower weniger und zwei Kills auf den Gegnern weg. Ja, hier möchte ich vielleicht noch hinterhergehen, aber keine gute Idee. Gesamte Botlane war tot, hier sollte man nichts mehr probieren zu contesten, am besten jetzt noch den Midlane-Turret halten. Denn wenn man sie vielleicht jetzt erwischen kann, wo sie noch Gold in den Taschen haben. Ich kann mal kurz rüberschalten. Okay, 1700 auf Vel'Koz ist sehr viel, 1000 auf Varus. Ja, wir haben mit jetzt auch gesehen, den Glacial Orc mit den Action von dem Vel'Koz. Das ist ein ziemlich starker Slow, wenn man das utilized. Und erst die Schwäche von Glacial Orc, vor allem auf Mage, ist natürlich die Laning Phase. Weil es bringt dir einfach nichts, bevor du das Item hast. Aber er ist jetzt sehr gut durch die Laning Phase durchgekommen. Und kann es jetzt komplett perfekt usen. Der Pick Karma, also Karma ans Pick hat bisher auch überhaupt nicht wirklich viel gebracht, also... Ich sehe auch Sorcerer's Tooth und Rod of Ages, das heißt 0% CDA. Vielleicht hat sie Transcendence und hat dadurch CDA. Lass mal nachschauen. Nee. Ist natürlich, ja. Du möchtest natürlich extrem viel CDA haben, dass du deine Schilde so oft wie möglich spammen kannst auf den Lucian. Mit 0% CDA... Das ist momentan eher so der Bildschirm von einem Mage, aber das ist natürlich nicht der Sinn von Karma. Hier jetzt aber trotzdem das Herald-Play von Stuttgart. Und Shen ist auf der Top-Lane und hat keine Ultimate ab. Deswegen kann man hier wahrscheinlich sogar... Ja, aber der TP... Ja, er könnte hinter die Stuttgarter TPen, aber man entscheidet sich dagegen. Und somit zwei Turrets für Stuttgart. Ich frage mich, warum Frankfurt das zulässt, weil sie eben doch in der Lage sein sollten, hier das Ganze zu contesten. Und man hat Top-Lane nicht mal die Wave komplett reingepusht bekommen, dass irgendwie Farm denied wird. Und jetzt wird hier der Shen gecatcht. Der muss schauen, dass er vielleicht noch irgendwie wegkommt. Die Nocturne Ultimate wird gezogen. Kann man da hier noch irgendwas verhindern? Der Ivan viel zu weit vorne. Und damit die Möglichkeit gegeben, ihn hier abzuholen. Und jetzt kann man noch hinterhergehen. Man hat noch die Vel'Koz Ultimate gehört. Hier oben der Fight zwischen Nocturne und Karma. Aber man soll es jetzt zurückziehen auf Seiten von Stuttgart. Gut, dass hier alles Mist von Frankfurt. Denn sonst wären sie nicht weggekommen. Ja, der berühmte Varus Ultimate ist natürlich... Schwerer als man denkt zu hätten, wird auch in der LCS regelmäßig gemisst. Und durch den kleinen Sidestep von Garen hat er dann seinen vermutlichen Tod verhindert. Ja, jetzt hier noch die Braum-Ultimate, um eventuell den Garen zu catchen. Der flasht allerdings weg und das dürfte der Turret hier für die Frankfurter sein. Damit wieder im Turret davongezogen und 6k Gold jetzt mittlerweile vorne. Man kann sich jetzt wahrscheinlich noch den Drake einverleiben. Und dieses ist ein Earthdrake und der wird dann sehr, sehr stark sein am Baron. Ich meine, mit Varus, Vel'Koz und Nocturne sollte der Baron dann sehr, sehr schnell fallen. Ist zwar nicht das Stream-Team für den Baron, aber immer noch schnell genug. Sobald Stuttgart die Vision verliert, dass da der Baron schnell fallen könnte. Man geht jetzt allerdings hier direkt Richtung Baron auf Seiten von Stuttgart. Karma jetzt Botlane, sie hat aber TP ab. Und das sollte trotzdem eine lange Weile brauchen, denn Lucian hat seinen Black Cleaver noch nicht fertig. Hat er sein Item fertig?
Hat zwar das Gold dafür, aber... Fragwürdiger Call. Du hast einfach kein Damage mit dem Ivern und dem Jungle. Ich meine, du hast Ivern, kein Damage, Janna kein Damage, Garen wenig Damage. Karma macht dann 20 Damage. Jahre. Ja, Karma war nicht mehr da. Ja. Dann fällt sogar das bisschen Damage, das Karma hat, noch weg. Ja, das war... Vielleicht haben sie gehofft, die können ihn sneaken, während Frankfurt resettet, aber die haben natürlich aufgepasst. Frankfurt hat halt einfach so viel Vision aufgebaut, das machen sie halt echt gut. Wenn du auch die Vision-Score anschaust, ist überall über den Counterpart. Ja, ich glaube, es ist keine Sekunde vergangen, wo Frankfurt weniger Wards auf der Map hat als Stuttgart. Ist natürlich sehr schwer, gegen den Nocturne zu spielen, wenn man denn überhaupt nicht weiß, wo der ist. Und Jenna hat sich hier aber zum Beispiel auch... drei Levels drüber ist. Drei Level Lead auf dem Jungle. Jenna hat sich halt zum Beispiel auch entschieden, Mikaels direkt auszubauen, bevor sie ihr Support-Item ausbaut. Und damit hat sie zum Beispiel auch keine 4 Wards, sondern nur 3. Und das macht halt dann alles in allem relativ viel aus. Auch keine Pink Wards auf Seiten von Stuttgart, wenn du dir die Inventare anschaust. Kein einziger im Inventar von keinem Spieler. Und auch keinen auf der Map. Das ist ein Tilter. Ja, wenn du dann auf die andere Seite schaust, die haben jeder Spieler bis auf den IDC, haben mindestens einen Pink Ward dabei gehabt. Und die dann auch auf der Map. Und der verkauft jetzt bitte seinen Pot und holt sich dafür Pink Wards. Dann bin ich glücklich. So allerdings, ja, nicht. Schnüff. Ja. Der arme Coach Simon. Ja. Möchte die Pink Ward sehen. Da werde ich mal traurig. Keine Ribble Potions und auch keine Long Swords. Nein, keine Ribble Potions, keine Long Swords. Hier jetzt allerdings in einer schlechten Position auf Seite von Stuttgart. Man hat hier irgendwas probiert auf den Shen zu machen. Das nutzt allerdings Frankfurt aus und fängt den Baron an. Man hat zwar Vision auf Seiten von Stuttgart, aber man ist viel zu weit weg. Jetzt kommt der TP raus von Karma inmitten der Gegner. Wenn sie nicht abbricht, dann sollte es hier sehr, sehr knapp werden. Der Lucian, der wird engaged und Jenna nicht in der Lage, ihm hier irgendwie zu helfen. Sie stirbt jetzt auch noch weg. Und der Nocturne einfach mit seinem Damage, der hier über die Stuttgarter drüber rollen kann. Und damit ein Triple Kill für den Nocturne, auch wenn die Anzeigen momentan verbuggt sind. Ja, der hat Lucian versucht, ich weiß nicht, was er versucht hat. Auf jeden Fall war er zu weit vorne. Und hat dann den Velkos gefacetankt, hat das Knockup getankt und ist dann aus der Channel Ult rausgelaufen und der Nocturne hat es natürlich leicht gemacht und hat dann einfach den Kill abgeholt. Ah, und das meine ich, schon mit Raft. Es wird einfach extrem schwierig gegen den Nocturne zu peelen, selbst wenn du eine Janna hast. Wenn der einmal fett wird, dann hast du kaum Möglichkeiten. Ein Crit IDC Jinx oder sowas gewesen wäre oder Tristana, die ja beide auf dem Patch gebufft worden wären, dann wäre da das 1v5 Potential definitiv da. Auf einem Lucian mit zwei Items. Sehe ich das jetzt, wie du es am Anfang im Draft schon angesprochen hast, nicht wirklich, dass er durch die Frontline durchkommt und dann die Backline überhaupt nur ansatzweise threatet. Mein Stuttgart spielt es halt auch, was die Positioning der Team-Member angeht, nicht gut. Ich meine, Karma tippt irgendwo in die Backline. Karma ist nicht der Champion, der irgendwie die Backline diven möchte. Sondern sie möchte ja eigentlich neben dem AD-Carry stehen, den sie beschützen möchte und dem Shields geben. Das hat halt gefehlt. Dann Ivern war auch nicht zur Stelle. Und so kann dann halt auch Duschen nicht überleben. Karma hat jetzt erst ihr erstes Cooldown Reduction Item und hat dadurch bildet jetzt ein Last Chapter, wovon ich ausgehe, dass jetzt ein Ludens wird. Ein Ludens in der 25. Minute ist natürlich nicht das, was du haben willst. Vor allem durch den Rod of Ages hat dann Mana, so viel Mana, das ist eigentlich zu viel Mana, das ist jetzt 2k Mana. Das ist natürlich mehr als man braucht und dadurch einige Stats verschwendet. Was jetzt ein Ardens sein könnte. Den ich übrigens noch nicht sehe. Karma, Ivan und Chenna und kein Ardens Sensor. Auch eher ungewöhnlich. Ja. Vielleicht denkt der eine so, ja, du kaufst ihn, und der andere denkt, ja, du kaufst ihn. Und schlussendlich kauft es keiner. Also entweder denken alle zu viel oder alle zu wenig, aber eins von beidem auf jeden Fall. Ja. Ich meine, mehrere Adensensor waren ja auch schlecht, weil du kannst nicht mehrere Adensensor auf einen Teammember geben. Du hast halt immer noch die Stats und die 10% erhöhte Shields. Also es ist bestimmt nicht worth. 6, oder? Es wurde ja genervt. Ach stimmt, das sind nur noch 6%, ja. Also, aber einer sollte auf jeden Fall mindestens auf der Chana oder dem Ivern Pflicht sein. Baron Buff tut jetzt ja gerade sein Möglichstes, die Base einzureißen, aber Nocturne bekommt hier jede Menge Schaden. Shen Ultimate wird genutzt, aber ein wunderschöner Re-Engage hier von Varus, der hier den Lush mit seiner Ultimate trifft und Shen und Nocturne können zusammen hier den Carry von Stuttgart abräumen. Jetzt kann man hier hinterhergehen und das dürfte eigentlich schon das Spiel sein. Mit dem Baron Buff gibt es hier eigentlich keine Möglichkeiten, wie Stuttgart das noch verteidigen kann. Sie können jetzt hier einfach auf die Nexus Turrets drauflaufen, den einen nach dem anderen abräumen und damit gewinnt hier Frankfurt in 27 Minuten das Spiel, wenn sie hier nicht komplett reinchoken. Ja, Shen tankt gerade noch. Okay, Velkos Ultimate kommt noch raus. Shen stirbt fast noch, aber
das tut dann doch nichts zur Sache, das Spiel ist vorbei. Und Garen hat ja seinen Zweck auch nicht erfüllt, er war so ziemlich in jeder Situation hinter dem Lucian und hat sich da irgendwie so als Backline versteckt. Das möchte man natürlich von Garen nicht sehen. Hätte ich schon gesagt, der war auch einfach nicht tanky zu dem Zeitpunkt. Also klar, er kann mir vielleicht mit seiner W oder so vielleicht noch das ein oder andere machen, aber alles in allem hat er seinen Zweck null erfüllt. Wenn du auf der Toplane vielleicht noch was mit ein bisschen mehr Utility gehabt hättest, das noch besser peelen kann, wäre es meiner Meinung nach der bessere Pick gewesen. Ah, die Draft hat da schon einige Steine in den Weg gelegt, aber den Self-Kill haben sie dann mit dem Teamplay, das sehr zu wünschen übrig lässt, dann auch vollbracht. So, springen wir kurz noch in den, die Stats danach rein. Kann man so kurz den Damage anschauen. Und da, ja, Vel'Koz tatsächlich mit dem meisten Schaden, wurde eigentlich auch im Teamfight nie angegangen. Konnte eigentlich immer nur hinten stehen und machen, was er wollte. Es gab auch nichts, dass man auch noch ansatzweise den Vel'Koz diven kann. Ne. Also, der Pick hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Lucian interessanterweise nicht mal am meisten Schaden in seinem Team gemacht. Die kam damit mehr Damage am Start. Das war wieder das Problem, ja. Kam nicht wirklich dazu, irgendwelche Items zu bauen. Er hat zwei Items nach 26 Minuten mit drei Supports im Team. Auf einem Lucian, der eigentlich Early Game spiked. Und es ist halt nicht das, was du sehen willst. Auf Seiten von Stuttgart. Ja. Damit das Spiel hier auch rum. Das heißt, wir haben unsere vier Halbfinalisten. Ich kann mal, glaube ich, sogar, wenn die Szene funktioniert. Funktioniert die Szene? Ah, die Szene funktioniert, jawohl. Das heißt, wir sehen hier kurz noch das Bracket vom Achtel- und Viertelfinale. Die Viertelfinalisten heißen nun also Zalgiris. Mein Litauisch ist etwas eingerostet. Ich habe keine Ahnung, ob ich es so richtig ausspreche. End in Stuttgart. Lass mal mit mich gehen. Ezuka Granplan und University Esports Frankfurt. Ich glaube, dann in Kürze wird dann auch feststehen, wer gegen wen im Halbfinale spielt. Und dann heute in einer Woche das Finale auf der Media Night. Auf der Media Night. Ich bin nicht von der HDM. Ist mir egal. Auf der Media Night an der HDM. Also wenn ihr da Bock habt und Zeit habt, die Media Night ist dann sicher schon nice. Und wenn da natürlich noch ein League-Turnier stattfindet, wäre es natürlich noch besser. Für Media aber echt doof. Vorbeizuschauen. Mediensachen sind aber doof. Aber dann könnt ihr für Night vorbeikommen, wenn ihr den Media nicht gefällt. Okay, ich komme für Night. Ich würde sagen, das war's von uns. Wir casten dann wahrscheinlich auch ein Halbfinale. Also wenn ich nicht gerade coachen muss, dann caste ich vielleicht das andere Halbfinale. Vielleicht wieder mit Phil oder mit Felix oder mit wie auch immer. Bis dahin würde ich sagen, haut's da rein und bis dann. Ciao.